Der am Vortast des Abends war das Derek Weldon. Julia Schölzel hat ihn gesprochen. Auf am Vortas wartet im dritten Akt dann die Erlösung von den Schmerzen, vom Leiden. Allerdings nicht mit irgendeiner Wundermedizin, nein, ausgerechnet ein Speer in der Wunde lässt die Wunde heilen. Wir sind beim ARD Radio Festival, live von den Bayreuther Festspielen. Wir haben gerade im zweiten Akt Klingsors Zaubergarten besucht, ein schillerndes Farbenspektakel, ein Ort der Freude, der Pracht. Und mittendrin war auch die Sopranistin Camille Schnorr als Blumenmädchen. Und sie trägt immer noch diesen schillernden, lachsfarbenen Anzug mit großem Knopf, mit Merkel-Knopf, würde ich jetzt mal ganz frech sagen, und ohne Ärmel und diese wahnsinnshohen Plateauschuhe in Silber. Herzlich willkommen, Camille Schnorr. Vielen Dank. Und natürlich nicht zu vergessen, die blonde Perücke. Ja. Genau. Sie sind jetzt zum ersten Mal hier in Bayreuth. Das ist Ihr Debüt bei den Bayreuther Festspielen. Wie fühlt sich das an, so kurz nach dem Auftritt gleich rausrennen und hier sprechen? Ja, also das ist wirklich Wahnsinn, also sowieso überhaupt hier zu sein für die Proben, dann heute die Premiere zu erleben. Also man muss sich wirklich sehr fokussieren auf den eigenen Auftritt, gerade bei den Blumenmädchen, der geht sehr schnell vorbei und man muss sehr wach sein. Und es ist sehr ungewöhnlich, jetzt plötzlich hier auf Zuschauerseite mitten in der Oper, also im Stück, mich zu befinden und mit Ihnen hier zu reden. Und das ist irgendwie ja, aufregend und schön. Haben Sie denn den Blumengarten schon hinter sich gelassen oder sind Sie immer noch mit den Plateauschuhen da drin? Ja, jetzt ist es, der Zaubergarten ist jetzt beendet mit dem zweiten Akt. Wir bleiben tatsächlich heute, die Blumenmädchen, im Kostüm für den Schlussapplaus. Und ansonsten kommen wir ja im dritten Akt nicht mehr vor. Aber ja, dieses Kostüm trägt man gerne, weil die sind sehr, sehr schön geworden, finden wir alle sechs. Und es ist einfach ein ganz bunter, verrückter Auftritt und man genießt es sehr gerne. Geben Sie uns mal ganz kurz ein bisschen einen Einblick in Ihren Adrenalinspiegel. Der ist ganz hoch, muss ich ehrlich zugeben, und geht jetzt ganz langsam wieder runter. Aber ja, vor diesem Auftritt, da gibt es ja diese ganz schnelle Verwandlung. Allein das ist so aufregend, weil man muss quasi auf die Bühne rennen. Und wir sind ja insgesamt 30, also sechs Solistinnen und die 24 Chorblumenmädchen. Und es ist immer ein bisschen eng am Anfang und man muss sich so ein bisschen Platz suchen. Und dann muss man halt schauen, dass man absolut 100 oder 200%ig beim Dirigenten ist, damit alles ganz sauber von sich geht und diese verrückte Szene dann auch gut gelingt. Und das ist echt eine verrückte Szene und zwar nicht nur, weil sie verrückt aussieht, ist fast schon ein richtiges Kuddelmuddel da auf der Bühne von den 30 jungen Frauen, sondern es ist ja auch musikalisch unglaublich verrückt. Wie hören Sie sich und wie hören Sie die anderen und wie kommt der Klang perfekt raus? Ja, also das ist eine sehr gute Frage, weil es ist wirklich eine Herausforderung in dieser Szene, weil auch Wagner hat das sehr präzise aufgeteilt in zwei Solistinnengruppen und zwei Chorgruppen und es sind sehr, sehr viele verschiedene Stimmen, die sich mischen. Ab und zu kommt eine solistisch raus, dann muss man sich wieder in den Chor komplett einfügen. Also manchmal dürfen die Stimmen auch gar nicht so persönlich herausragen, manchmal schon. Und hier in Bayreuth ist der akustisch ja bekanntlich besonders und man hört sich selbst hört man sehr gut, weil die Akustik ja so tragend ist für die Stimmen, aber man hört das Orchester nicht immer sehr gut und dann hat man die Kolleginnen hinten, die was anderes singen und es ist wirklich eine Gewohnheitssache, würde ich sagen. Wir wurden ja wahnsinnig intensiv trainiert, würde ich sagen. Und wir proben auch immer vor jeder Vorstellung gibt es eine Probe für die Blumenmädchen, damit die Konzentration voll und ganz da ist und damit man nicht von der schmeichelnden Akustik verwirrt ist. Gibt es da irgendeinen Trick, den Sie persönlich anwenden, um sich genau auf sich zu konzentrieren und trotzdem noch ein halbes Ohr für den Rest zu haben?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich versuche wirklich in mich hineinzugehen. So ich visualisiere immer so eine Art Säule, die man als Sänger ja auch, man spricht ja auch von dieser Atemsäule, also die ist in vielerlei Hinsicht hilfreich. Und wenn ich in dieser so eine Art Lichtsäule, die ich so sehe, und wenn ich gut drin bin und sehr ruhig bin, dann kann ich auch mich für alles andere öffnen und trotzdem in mir verankert bleiben. Und dann bin ich in dem richtigen Zustand, um erfolgreich auf die Bühne zu gehen. Und wie erleben Sie das Team? Stützt sich das gegenseitig? Ja, total. Also es war, wir haben alle sechs zusammen hier vorgesungen. Das ist mir sonst noch nie passiert, dass man das... Müssen Sie kurz erklären, was... Also normalerweise singt man ja immer allein vor und hier war das, also Katharina Wagner hat sich sehr gewünscht, sechs Stimmen zu finden, die sehr gut zusammenpassen und die auf der Bühne auch in dieser Szene gut klingeln und so war auch unser Vorsingen und wir waren quasi den ganzen Tag hier und am Ende wurden wir in dieser heutigen Konstellation ausgewählt und es war irgendwie von Anfang an waren wir alle miteinander und füreinander und haben uns gegenseitig unterstützt und sind auch im Kontakt gewesen schon vor den Festspielen und ja, es ist wirklich schön, weil wir alle wollen, dass es das bestmögliche Ergebnis jedes Mal dabei rauskommt und alles dafür geben und es ist wirklich eine sehr schöne Stimmung zwischen den Blumenmädchen. Ganz herzlichen Dank, Camille Schnurr. Und ich denke mal, wenn Sie sich nachher verbeugen, dann gibt es garantiert einen extra Applaus, weil wir Sie hier so toll kennenlernen durften. Vielen herzlichen Dank und alles Gute noch weiterhin. Ich bedanke mich. Ja, das war... Und es gibt auch jetzt schon einen kleinen Applaus für Camille Schnurr. Ganz, ganz herzlichen Dank.